Ihr Reuding, Mann, hier ist sie wieder, eure Typenmade. Ich bin wieder aus dem Urlaubsmodus raus und melde mich zurück zum Dienst. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub, wie ihr wisst, und ich habe nichts mitbekommen, was auf YouTube bisher losging. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viele Kommentare lesen können, etc. pp. Fand ich super geil, vor allem die Kommentare halt unter Minecraft-Videos, unter den beiden vom Markt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Scheiße. Der wohnt doch bei mir im Minecraft-Dorf und ich vergesse den Namen. Ich bin so ne Jack. Auf jeden Fall. Und vom Opa Zeron. Die Kommentare fand ich echt super und ich habe mich sehr darüber gefreut. Auf jeden Fall wird jetzt wieder viel kommen. Ab Montag geht es dann wieder richtig los mit täglich mindestens einem Video. Wenn alles klappt. Sonntags kommt ab sofort vielleicht jetzt auch ein, je nachdem, wie ich es schaffe aufzunehmen, etc. pp. Kommt halt momentan, ist jetzt auch wieder viel los. Wir haben jetzt Moment ab heute, heute ist Freitag übrigens, ich bin jetzt freitags wieder zurückgekommen. Ich habe ab heute bis einschließlich Dienstags ist bei uns Schützenfest und natürlich, da muss ich hin, ne? Wenigstens abends zum, ne? Gluck, gluck, gluck. Ist klar. Und da muss ich halt gucken, dass ich dann mittags aufnehme oder halt immer, wenn ich halt zu Hause bin, aufnehmen. Der Opa Zeron wollte ja auch mal bei mir in der Aufnahme mitmachen. Da sind wir momentan noch am Bereden, wie wir es machen, weil ich ja noch ein paar Sachen vorhabe. Und die ja auch alle geplant werden müssen. Auf jeden Fall ist ja dann ab Mittwoch die Gamescom. Ja, wir sind, also wir ist TFY Max, der Max und ich sind ab Mittwoch bis Sonntag jeden Tag auf der Gamescom. Heißt, wenn ihr Bock habt, uns mal kennenzulernen, uns zu quatschen, uns zu sehen, wie auch immer, schreibt entweder unter diesem Video oder irgendwie bei Minecraft, ach bei Minecraft, bei Facebook werde ich es auch noch posten, einfach hin, wann ihr kommt. Weil, und dann kann ich mal so reinschreiben, auch ab und zu mache ich dann so eine Statusmeldung, wo ich dann gerade bin, damit ihr immer seht, wenn ihr uns treffen wollt, damit ihr dann wisst, wo wir sind, ne? Ja, auf jeden Fall werde ich auch versuchen, vor allem am Mittwoch viele, viele Interviews zu machen. Weil am Mittwoch ist ja der Fachbesuchertag, da haben wir Tickets für bekommen. Und, ja, ne, werden wir versuchen halt Interviews zu machen mit den Spieleherstellern etc. pp. Ich weiß, ich war noch nie an so einem Fachbesuchertag da. Ich weiß nicht, mit wem wir reden können, was wir machen können, ob wir in die Spiele schon überall rein können, ob wir da auch filmen dürfen. Das weiß ich alles nicht. Aber ich habe mir einfach gedacht, das hat auch ein bisschen mehr gekostet, das Fachbesucherticket. Aber ich habe mir gedacht, hol einfach, weil die Chance lässt sie dir es nicht entgehen. Ja, und halt dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind wir von morgens bis abends auf der Gamescom. Halt den kompletten Tag sind wir da. Und das ist halt auch relativ zeitaufwendig. Übrigens, wenn alles klappt, kommt der Garon auch mit, ne? Der ist mit uns auch unterwegs, nebenbei erwähnt. Nur am Mittwoch weiß ich nicht, ob er auch Tickets bekommen hat. Ja, aber das ist nur Randinformation, die eigentlich jetzt nicht so fürs Thema ist. Auf jeden Fall muss ich halt gucken, wie wir dann aufnehmen können, ob ich aufnehmen kann, weil wir halt von morgens bis abends unterwegs sind. Und so ein Tag auf der Messe ist, sagen wir mal so, schon so ein bisschen anstrengender, ne? Da bewegt man sich, wie läuft die ganze Zeit rum und ich weiß noch vom letzten Jahr, die Luft in diesen Hallen, die war sowas von für den Arsch einfach nur, weil erstmal hattest du da, ich fand die Belüftung der Halle, das ist jetzt ein bisschen hier ein scheiß Geschwafel, relativ schlecht, aber auf jeden Fall ist man da mit keine Ahnung wie vielen Leuten in so einer Halle. Es ist ultra warm gewesen, wenn man letztes Jahr an dem Samstag an diesem Familien-Ultra-Super-Alle-Da-Tag und alle haben geschwitzt und alles und da war dann, wenn dann diese von links diese Schweißwolke kommt und von rechts diese Deo-Wolke und diese trifft aufeinander. Das ist eine Explosion von Gestank, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist
Oh, überwältigend, Leute. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Das habe ich jetzt einfach verpeilt. Ja, seht ihr mal, ne? Urlaub ist scheiße, da ist man sofort wieder voll am Dödel. Auf jeden Fall, ach, ich kann ja mal eben was zu dem Gameplay sagen. Das Gameplay ist vom OImix. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spielmodus ist. Das habe ich verpeilt, ihn zu fragen. Ist auf jeden Fall ein 100 zu 2 auf Hijacked. Und wenn ich das richtig sehe, ich sehe das gerade relativ klein nur, weil ich das halt, das ist ungefähr, sagen wir mal so, 5x7 cm oder so ist das Bild hier gerade auf meinem Monitor. Ist auch eigentlich egal. Ja, auf jeden Fall werden jetzt in Zukunft, wir reden jetzt hier ein bisschen von Zukunftsgeschwafel, ach, ich weiß nicht, wie doch gekommen. Ja, auf jeden Fall. Schön, wenn ich jetzt hier so ein bisschen verwirrt rede. Ich bin jetzt gerade immer noch auf dem Sprung, weil ich gleich noch weg muss. Aber das ist jetzt auch keine Entschuldigung dafür. Aber egal, so. Ja. Auf jeden Fall ist man am Abend extremst am Arsch. Und ich weiß nicht, ob ich dann noch Bock habe, so viel aufzunehmen. Wahrscheinlich werde ich dann an den Abenden immer hier bei mir am Rechner sitzen und die Videos schneiden, damit ihr auch immer täglich da die, wenn wir den zocken dürfen da und das filmen, die Reviews etc. vier von, natürlich, wir sind beide, TFM Max und ich, sind noch nicht 18. Ne, wie es, ich bin 16, er 17. Ja, auf jeden Fall, wir sind halt beide noch nicht volljährig und dürfen daher leider nicht Battlefield 4 anspielen. Wir dürfen auch nicht Call of Duty Ghosts anspielen. Defiance ist, glaube ich, auch ab 18. Also es sind viele Spiele wieder dabei ab 18, die wir leider nicht anspielen können. Aber wir können zum Beispiel, ich meine, Assassin's Creed ist ab 16. Das können wir zocken. Dann wird Mario Kart 8 an hier vorgestellt. Das können wir wahrscheinlich auch zocken. Weil ich schätze mal nicht, dass das ab 18 ist. Auf jeden Fall alle Spiele, die halt ab unter 18 sind. Also für 16, 12, 6 und 0. Die können wir alle anspielen. Wahrscheinlich. Und werden wir dann auch so, wie wir dürfen, halt mitfilmen etc. Weil, ne, und dann will ich halt hier abends sitzen, hier schön an meinem schnuckeligen Rechner und das alles schön zusammenschneiden. Vielleicht werden wir auch an, sagen wir mal so, am Sonntag als Beispiel jetzt ein abschließendes Commentary machen, der TFY Max, wenn der Garon hier ist, auch er. Und ich werde dann so schönes Triple-Kommentari machen und halt erstmal da so ein bisschen drüber reden, was, wie wir es fanden, was wir da erlebt haben, so, was ihr eigentlich in diesen ganzen Videos seht, aber so als abschließendes Fazit, vielleicht werden wir auch ein Real-Life-Video auf der Gamescom machen, wo wir das dann am Sonntag oder so dann halt so ein Fazit zu allem machen, aber das ist jetzt noch nicht klar, werden wir sehen. Joa, ja, und danach halt ist dann noch, habe ich dann noch nur noch eine Woche Ferien, wo ich dann Marathonaufnahmen mache und halt viel aufnehmen werde. Ja, ne, könnt ihr euch drauf freuen. Und ich muss gucken, Gameplay ist noch 30 Sekunden ungefähr. Gut, also Leute, ich möchte nochmal aufmerksam machen auf meine Facebook-Seite. Ne, weil ich da ab und zu mal, weil ich sehe, dass ihr halt relativ wenig Aktivität leider gerade darauf ist. Deswegen würde ich euch sehr gerne bitten, da ein bisschen zu, da halt euer Like hinzugeben und auch ein bisschen Aktivität zu zeigen. Fände ich super, weil über Facebook kann ich mich halt besser mit euch verständigen, in Anführungszeichen. Ne? Jo. Gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, Leute.